Ich hasse. Schwere Munition. Ich sagte, ich hasse Jäger. Ja. So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Infamous. Ah nein, doch nicht. Wir haben diesmal ein anderes Spiel ausgewählt. Also ich besser gesagt, was heißt wir? Am besten, wenn ich das gerade so im Bildschirm hier sehe, erkläre ich es gleich. Der Name da oben ist meiner. Eigentlich wollte ich ja mein Geburtsdatum da hinten dran haben, also 1989. Allerdings war der schon vergeben, deshalb habe ich mir gedacht, hey, lass uns gucken, dass wir so nah wie möglich an der 89 dran bleiben. Ja, bei 91 bin ich stehen geblieben, klasse, ne? Jo, ich habe mir gedacht, wir könnten ja ein wenig online gegen andere spielen, jetzt wo ich mir ganz frisch PlayStation Plus zugelegt habe. Alter, was ist das? Hexenkessel-Konflikt. Okay, könnte ich auch mal noch irgendwann demnächst. Bisher habe ich schon mal einen kleinen Weg ausprobiert. Hier Gefecht, Konflikt und Rumble. Ich würde sagen, wir starten mit einem Konflikt. Denn da fällt nicht auf, wie scheiße ich eigentlich bin. Denn da zählt nur die Teamleistung zusammen. Also natürlich auch die Einzelnen, logischerweise. Aber die Teamleistung am Ende ist natürlich entscheidend. Das Ganze geht über 12 Minuten. Bedeutet, denke ich, dass ich etwa 2 Runden pro Folge hier machen kann. Je nachdem, wie schnell das in den anderen Spieler gefunden hat. Das ging es ziemlich schnell. Ah, es geht also wieder in den Trifter, so wie es aussieht. Das ist eine recht schöne Map. Sehr übersichtlich. Viel Tod, viel Verderben. Ja, wir spielen in einem Team 6 gegen 6. Momentan fliege ich noch alleine hier durch die Gegend, aber demnächst sollten 5 andere noch auftauchen, die sich mir anschließen. Hoffe ich nochmal. Weil alleine gegen 6 ist immer scheiße, ne? Gut, ich steig so wie es aussieht in ein offenes Spiel ein. Ja, so wie es sich anhört. Schön, wir liegen hinten. Klasse. Genauso möchte man das sehen. Nur zur Vorwarnung, nicht denken, dass ich jetzt der übelste Crack bin. Ich bin eigentlich kein so Ego-Shooter-Mensch, deswegen bin ich eigentlich leicht schockiert. Zack, zack, zack. Ho! Headshot. Ja. Das war jetzt natürlich ein Zufallstreffer, falls ihr wieder denkt, hey, da hat er gelogen. Seht ihr? Zack, schon bin ich wieder tot. Das Witzige ist, bei so einem Online-Game, aber wenigstens assistiert habe ich, kann man sich immer schön unterhalten. Und theoretisch könnte ich dann bei der Gelegenheit auch mal schön umgeboxt. Alter. Erfort. Könnte ich dann auch vielleicht mal fragen oder so beantworten, die ihr mir in die Kommentare schreibt. Das wäre natürlich auch mal eine witzige Sache. Habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Wäre aber mal cool. Ja, klar. Gut, er hat mich gerecht. Ja, der Lamborghini 92. Alles klar. Cooler Typ. Währenddessen ich hier ein bisschen rumrenne und versuche nicht zu sterben. Das ist eigentlich so an sich ein ganz cooles Spiel. Ah, und schon wieder Kopfschusstreffer. Sowas liebe ich ja, wenn das funktioniert. Oh, schwere Munition. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, weil sobald es heißt, schwere Munition kommt, rennt jeder zu den schweren Munitionspunkten. Bedeutet, wenn möglich. Oh, sollte schwere Munition eine ein bisschen die Plattform hier unter im Auge behalten. Toll. Doppelnahkampfkill. Das ist geil. Schön. Schön gegenseitig umgebracht. So läuft die Geschichte, ne? Ja, also wie gesagt, eine Runde geht über 12 Minuten oder aber 10.000 Punkte bei einem Konflikt. Bei einem Gefecht sind es definitiv weniger, das sind es nur 5.000 Punkte, weil auch nur die Hälfte am Spielanteil teilnimmt. Wie ihr seht, bin ich derjenige, wo die ganzen Punkte den Gegnern schenkt. Nein, es geht, ich bin immer nur Drittletzter, hallo. Also so arisch schlecht bin ich nicht dafür, dass ich in ein offenes Spiel einsteige. Das will ich nochmal dazu erwähnt haben. Ein offenes Spiel, Leute. Ein offenes. Kein geschlossenes. Ein offenes. Mal schnell eine Granate rein. Vielleicht bringt es ja was. Warum kann ich daneben nicht rum? Ein offenes Spiel, Leute. Ein offenes. Ja. Bedeutet, die anderen sind, was ich, ein eingespieltes Team. Und ich darf dann so im Nachhinein als Opfer der Nation mal kurz, Alter. Mal kurz einsteigen. Aber ich habe mich schon mal gut auf der Liste der Kills hochgekämpft. Das ist doch schon mal was. Natürlich cool, wenn ich gleich ganz oben stehen würde, aber dann würde ich nicht von mir behaupten, dass ich scheiße bin.
Alter, Alter. Hier ist wieder die Luft am Brennen, Leute. Zack, zack, zack. Zack. Hauptsache mal kurz den Kill geklaut. Alter. Ja, und noch eine. Das ist echt kacke, Leute. Na, übernimm du dann mal, damit ich mich ein bisschen reanimieren kann, sozusagen. Ein bisschen rekapitulieren. Oder wie auch immer es sah. Auf die Aussichtsplattform. Alter. Da war doch gerade eben keiner. Ist nicht cool. Hinter mir schleicht sich auch gerade jemand an, wie ich auf dem Radar sehe. Bleibt mir ja fort, ihr Hundesöhne. Ja, das ist auch noch so eine tolle Sache, da ich eine halbautomatische Waffe benutze, alle anderen eine vollautomatische. Ist es natürlich für mich zum einen etwas schwerer, die zu killen. Zum anderen aber kann ich präziser schießen damit. Deshalb benutze ich die, weil ich bin also der präzise Mensch, wisst ihr. Ich bin wieder berechnend. Chaosfaust. Yeah. Wenn ich Chaos verbreiten. So. Macht aber ganz Spaß. Wir haben die Führung wieder übernommen, obwohl wir hinten lagen. Das liegt mit Sicherheit nur an mir. Ah, toll. Ja, Selbstüberschätzung. Das ist schön. Spaß. Lebt er noch? Alter. Ja, der lebt. Und zwar mit da hinten. Nein, umsonst eine Granate geworfen. Das ist doch richtig scheiße, Leute. Macht doch keinen Spaß. Alter. Ja, das sind so ganz komische Granaten da von der Jägerklasse. Ich bin übrigens Titan, falls ihr das Spiel kennt. Ich meine, wenn ja, könnt ihr ja mal mich adden oder wie auch immer. Geht ja, glaube ich, irgendwie auf PlayStation Plus. Keine Ahnung, ich habe noch nie wirklich online gezockt so. Ich habe mir einfach nur gedacht, hey, wenn man schon ein Spiel hat, was eigentlich im Großteil nur online basierend ist, kann man ja mal. Kann man sich ja mal PlayStation Plus gönnen. Damit man auch wenigstens mal sehen kann, wie scheiße man eigentlich ist. Also im, nennen wir es mal offline, online. Alter. Ja, im offline, online, komische Wortwahl irgendwie, finde ich. Tut man sich eigentlich nur drauf konzentrieren, boah geil, ich kann die Mobs killen, ich bin der Ultra King. Aber so richtig erleben, wie scheiße man doch eigentlich ist. Ah, gut, gewonnen. Tun wir mal kurz ein bisschen tanzen. Ach ja, ja. Ja, dein Team hat gewonnen. Schöner Sacht. Ja, schöner Sacht. Gut Deutsch, Daniel, gut Deutsch. Schöne Sache. Ja, ich sehe doch eigentlich schon stylisch aus, ne? Bin zweitletzter runtergerutscht. Aber wie man sieht, hier sind das alles so ein bisschen so. Oh nein, ist doch kein Clan. Da ganz unten da. Unten drunter sieht man als mal, wenn da so derselbe Name steht, zum Beispiel die beide. Scheinen in einem Clan zu sein. Deswegen habe ich gedacht, dass die dasselbe haben, dass sie auch in einem Clan werden, sind sie aber nicht. Ich steche mal wieder voll raus. Grün Bartz. So sind wir. So. Jetzt die Frage, machen wir noch einen Konflikt? Oder gehen wir auf ein Gefecht rüber? Ich glaube, ich habe mal Bock auf ein Gefecht, also 3 gegen 3. Das ist ein bisschen übersichtlicher, da kommt nicht von jeder Seite was angerannt. Oder wir machen jeder gegen jeden. Könnten wir natürlich auch mal starten. Auf jeden Fall müssen wir dann jetzt die Suche hier abbrechen, bevor es startet. Gut, so. Jeder gegen jeden, also Rumble. Was bedeutet, werde ich wahrscheinlich richtig schön zerlegt. Wenn ihr das sehen wollt, Daumen hoch. Oder wir machen ein Gefecht, machen wir ein Gefecht. Das ist 3 gegen 3, bisschen übersichtlicher. Dann weiß man auch wenigstens, dass wenn irgendwo auf dem Radar was Rotes blinkt, dass nicht gleich 6 auf einmal um die Ecke kommen, sondern höchstens 3. Dann kann man sich etwas darauf einstellen. Weil, wie ich jetzt schon öfters hatte, blinkt es ein wenig und auf einmal macht es zack. Und das steige ich jetzt schon wieder in ein offenes Spiel ein. Wollt ihr mich alle veräppeln? Ich will mal eins von Anfang an, weil da kommt immer so ein cooles Startbild immer. Wo dann steht Gefecht. Und dann sieht man die drei Leute da stehen, so richtig stylisch. Voll die Macker, die Styler. Und so, aber nein. Schick uns wieder in ein offenes rein, ne? Ho. Wahrscheinlich liegen wir, weiß nicht wie viel, zurück. Und die anderen sind, weiß nicht, Leute, die das erste Mal spielen. So in der Art. Und dann fange ich wieder an zu weinen.
weil ich gnadenlos auf die Kasse bekomme. Und sowas gefällt mir einfach nicht. Ja, ich bin allein. Auf der Erde auch noch. Und welches Level? Ah, okay. Das ist noch relativ akzeptabel. Es gibt auf der Erde ein, zwei Maps, wo du einfach nur sagst, Alter, leck mich fett am Sack. Natürlich liegen wir hinten. Logisch, ne? Ist eigentlich meistens so, wenn man einsteigt, denn man steigt ja nur ein, wenn irgendjemand ausgestiegen ist. Und warum sollte man aussteigen, wenn man vorne liegt, ne? Klingt logisch. Das hier ist so eine Map, die ist sehr beliebt bei Snipern. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen, ansonsten hat man ganz, ganz schnell eine Kugel im Kopf. Da unten kommt jetzt was. Okay, so wie ich gerade sehe, waren die schweren Waffen vor kurzem erst geliefert worden. Schön, dass mir auch jemand darüber mal Bescheid sagt. Alten Bastarde. Ich glaube, es geht los. Ah, Scharfschützengewehr. Wenn die snipen können, kann ich auch snipen. So. Ja. Nur so wie es aussieht, sind das alles ein bisschen... Oh shit, das sind schon welche. Das sind welche Sniper. Das ist aber schön, 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 schön. Alter. Ich merke gerade, ich habe noch das scheiß Sniper-Gewehr. Gut, wieder schöner Doppelkill. Wunderbar. Egal, aber jetzt kann ich mich langsam... Ja, übrigens, hier kann man sich gegenseitig wiederbeleben. Das gibt dann nochmal extra Punkte. Was bedeutet jetzt im Endeffekt... Kann ich mich schon mal drauf einstellen, alles klar. Eine Sniper-Position. Knapp, Headshot. Ne, wie gesagt, einen Sniper. Und... Ja. Da fehlen mir die Worte. Ich bin jetzt gerade leicht confused mal wieder. Das Witzige ist, man kann eigentlich sehr berechnend vorgehen. Wenn man einmal einen da weggesniped hat, dass der Typ mit Sicherheit das nächste Mal von der anderen Richtung kommt, um dir zu sagen, ey, Alter, das fand ich gar nicht cool. Und dir dabei voll in den Arsch zu treten. Siehst du, da ist er schon. Alter, Penner. Alter, scheiße Position der. Nein! Und dann kommt auch noch einer von hinten und nimmt dich mal so richtig hart am Hals. Oder drück dich mal richtig fest, richtig dolle. Noch 5 Minuten. Wir liegen immer noch hinten. Ah, nur 5 Minuten. Stimmt, muss man denken, diesmal geht's nur bis 5000, also bis. Aber wir holen auf, das ist doch schon mal was. Ah, den eben hätte ich wiederbeleben können. Allerdings. Alter. Wow. Kurz Deckung. Huhu. Alter, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Wie hat der... Wie? Ja. Ja. So wie es aussieht, kann ich diesmal sogar 3 Runden machen, da das Ganze ja immer in offene Spiele reingeht und die Zeit natürlich gar nicht wirklich benutzt wird. Die 12 Minuten. Gut. Ich meine, mehr Qualen für mich, mehr zum Lachen für euch. Alter. Huh. Gut. Oder manchmal auch etwas zu machen. Toll! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Da hätte ich den gehabt, ne? Dann tut er hinten mich umlegen. Ich glaub's nicht. Und der andere belebt mich nicht mal wieder. Nein. Ja, genau. Renn du auch einfach weg. Das wird Punkte geben. Ihr Wichser. Ah, wir haben die Führung übernommen. Das ist aber cool. So. Ja, bei so Spielen bin ich manchmal leicht schizophren, habe ich das Gefühl. Huh? Nö. Habe ich schon gedacht. So. Wie es aussieht, kommt da jetzt gleich einer um die Ecke. Oder hinter mir um die Ecke. Oder über mir um die Ecke. Das ist das Tolle bei Destiny. Dass man sich nie sicher sein kann, von wo sie kommen. Man kann sich nur sicher sein, dass sie kommen. Und dann ganz, ganz böse drücken möchten. Schön. Schwere Munition kommt. Ja, extra Punkte. So. Und dass sie dich ganz böse drücken wollen, weil sie dich einfach so aus dem Lieb haben. Alter. Ich hasse. Ich sagte, ich hasse Jäger.
Alter. So, wahrscheinlich muss ich mich jetzt gleich sowas von opfern. Weil meine Superattacke ist wieder da. Oh, sei Dank. Ich hab's überlebt. Ich hab es überlebt, Leute. Das könnt ihr euch im Kalender anstreichen. Danny Cam hat überlebt. Oh, scheiße. Schwere Munition. Geht mir alle aus dem Blickwinkel. Die kleinen hässlichen Säcke. Seht ihr, das ist der Vorteil, weil Automatik hätte jetzt sowas von verzogen. Hättest du... Ah, aber ich habe ihn auch noch erwischt. dann mit der Automatik hättest du nie im Leben den Typ da eben im Rückwärtsgehen so präzise auseinandernehmen können. Ja, es ist schon wieder einer ausgestiegen. Das ist aber toll. Hier sind wir wieder nur zu zweit. Ja, da kommt Freude auf. Penner, ohne Alter. Wo ist der Penner? Oh, scheiße. Ah, ne, ich hab ihn noch erwischt. Oh, 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 oh scheiße. So, halten wir halt zu zweit die Stellung, ne? Digga. Bro. Alter. Alter, macht sich unsichtbar. Das ist auch toll bei der Jägerklasse. Die haben unsichtbar Skill. Ich nicht. Ich muss mich da immer rumkloppen mit denen. Alter. Ich werde immer schön von... Wo springst du rum, Alter? Ich werde mal schön von den ganzen Leuten gesehen. Lebt mich wieder. Gut. Alter. Das ist doch unfair, verdammte Kacke. Wenn ich wiederbelebt werde, dann steht schon wieder einer hinter mir. Sau beschissen, Mann. So. Jetzt aber. So, komm. Den Sieg, den holen wir uns. Den Sieg, den kriegen wir. Sekunden. Ja. Schön. Wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Boah, Schande, ne. Wenn die Zeit abläuft, haben wir übrigens auch gewonnen. Nur noch 10 Sekunden. Stellt das Feuer ein, Hüter. Ja. Der Kampf ist vorbei. Gewonnen. 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 Eieieiei. Ja, das war dann mal ein bisschen grobe. So. Nun muss ich das Ganze noch vergleichen. Wenn ich jetzt noch ein Spiel mache, das dauert wieder 12 Minuten, dann wird die Folge ziemlich lang. Ja. Ja, ne. Wie machen wir das? Auf jeden Fall brechen wir mal die Spielersuche ab. Denn da könnte jetzt mal jeder gegen jeden machen, eigentlich. Oder aber wir beenden das Ganze heute hier. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das werden wir sehen. Ach, ich glaube, ich habe Lust, mal jeder gegen jeden noch mal kurz zu machen, oder? So, zack. Hoffe nur, dass schnell genug die Leute zusammenkommen. Vielleicht ist ja einer da, der direkt 10.000 Punkte macht. Zack, boom. Und er macht, hoho. Jetzt sucht's wieder Hüter. Das ist wieder klasse, ne? Kommt wieder Freude auf. 6 Stück. So wie es aussieht, steige ich wieder in ein offenes ein. Wenn dies der Fall sein sollte, raste ich langsam aus. Denn es ist einfach Kacke, in ein offenes reinzugehen, wenn du dann nicht von Anfang an die Taktik der anderen Gegenspieler analysieren kannst, sondern du kommst dann rein, batz, hey, dann steht schon einer im Endeffekt da mit dem Hackbeil und klopft dir gerade so, meint, hey, komm mal her, ich rasier dich schnell, ein Beil. Ja, also, da, na gut, mal bei Rumble Town insgesamt niemand auf. Aber es scheint mal so zu sein, Grenzland. Ah, das ist so eine Map, die hasse ich ja auf den Tod. Denn die ist einfach, ja, das ist alles. Und dann kämpft hier mal 6 gegen 6, also 6 gegen 6 im Konflikt oder so, jetzt jeder gegen jeden.
Da sieht es aus, ist doch der Anfang. Seht ihr, das ist voll das Styler. Voll Styler-Bild, ne? Da hinten, ganz da hinten, links im Eck war ich. Pass auf dich auf, Hüter. Du bist auf dich allein gestellt. Irgendwas habe ich am Ohr, verdammte Kacke. Toll, Doppelkill. Klasse. Ich habe zuerst zugeschlagen und bin direkt gestorben. Schön. Spaß. Ne? So. Gut. Was bedeutet wirklich, jetzt ist es halt so, alles, was du siehst, will dich töten. Also sprich, töte es zuerst. Ah, nein. Hätte ich nicht nachgeladen, hätte ich ihn erwischt. Verdammt. Egal, Platz 2 ist nicht so schlecht für den Anfang. Wobei am Anfang ist das immer noch easy. Später hinaus wird's hässlich. So. Lebt da jemand? Oh ja. Oh ja. Das ist wieder der Penner. Der lebt wieder. Oder immer noch. Der Rini hat die Führung übernommen. Das müssen wir gleich mal ändern hier, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Nein, lieber nicht. Das ist mir zu peinlich. So. Oh. Da meint einer, er muss mal kurz ein bisschen drüber flitzen. Ich bin ja schön, ne? Schön gut. Lass ihn machen, wenn er will. Das Problem ist nur. Alter. Das ist krass, ne? Wie kann man bitte so präzise schießen? Dann kannst du wieder so. Basti der Blonde. Toller Name, Junge. Warum willst du nicht gleich Basti der Aria nennen? Bist du da, Basti? 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 Bist du Basti? Naja, das ist. Ich darf nicht immer die Namen nennen, ansonsten bin ich so abgelenkt. Eieiei. Ich muss mich ja voll und ganz darauf konzentrieren, hier auf den Kampf. Das kann nicht so weitergehen. Mensch, Daniel. Ist wieder der Rini. Ja, der Penner. Am besten warte ich, bis er den anderen umgelegt hat, dann leg ich ihn um. Weil er dann geschwächt ist. Oh, verdammt, da kommt wieder jemand. Ja, ich weiß, ich bin schon ein leichter Babsack. Im pelzischen Babsock. Schlawine. Oder was auch immer es für verschiedene Dialektbegriffe gibt. Kleiner Hundesohn. Die Gurkenjagd. Sag mal, was habt ihr denn alle für Namen hier? Schwere Munition. Ist das wieder die Gurkenjagd? Ah ja, tatsächlich. Ich glaub's. Toll, wieder Doppel. Ha, klasse. Rache und der hat mich gleich wieder umgelegt. Also brauche ich wieder Rache. Ja, seht ihr, der eine hat jetzt da die Führung übernommen. Und legt jetzt ziemlich vor. Oh, Scheiße. Nein! Ja, jetzt habe ich gerade schön die schwere Munition bekommen. Nein. Da hätte ich sie gehabt, ne? Und hätte dann wieder einen kleinen Vorteil gehabt. Nein, da muss mich der Typ auch noch töten. Glanze. Alles klar. Glänzt bei dir, hä? So. Oder wolltest du Glatze schreiben, hast du aber böse vertippt. René. Irgendwann nehme ich dich richtig auseinander, Junge. Irgendwann. So, mal kurz der Blick riskieren. Hallo? Oh, das war richtig einer. Ah, da hat mich der doch glatt erwischt. Das ist ein Nachteil, wenn man springt. Der andere kann schön lange zielen. Deswegen, Leute, falls ihr das auch mal spielen wollt, springt nicht, so wie ich, dumm und unnötig in der Gegend herum. Hallo? Oh, wow. Die Gurkenjagd schon wieder. Toll, und zack, sind wir auf den letzten Platz abgerutscht. Das ist doch wunderbar, Leute. Da freut man sich doch, wenn man weiß, hey, du bist Letzter. Das ist schon wieder eine Scheiße. Granate, das ist ja schon wieder der Typ. Ja. Nee. Und so ist das Leben. Sag nicht, da kommt er schon wieder. Da raste ich aber langsam aus. Tatsächlich.
Da könntest du doch ausrasten, ne? Nur noch 5 Minuten. Diesmal kriege ich ihn. Diesmal kriege ich ihn. Ja! Erwischt. Oh, da kommt schon wieder der nächste. Das ist das Schöne an dieser Kacke. Kommt er da hoch? Oder wartet er unten? Oh nein, er kommt außen rum. Oh nein, er kommt außen rum. Ah nein! Diese Gurkenjagd. Pass mal auf. Gleich kommt mal die Gurke. Gleich kommt der Kürbis. Hm? Schön, der Blonde hat mich erwischt. Das ist aber klasse. Guckt mal an, wie dieser Rini ist das, glaube ich. Wie der vorne dran liegt. Erwischt. Aber gerade so ins Kreuz. Eieiei. Du hast schwere Munition. Ja, die Gegner haben ich nicht. So. Mist. Das Problem bei jeder gegen jeden ist, dass du in der Map einfach nicht snipen kannst. Da nämlich, sobald du snipest, dein Zielvorrichtung nicht mehr vorhanden ist. Ah, Gurkenjagd, das war's. So. Was? Zielvorrichtung? Dummkopf. Nicht Zielvorrichtung. So, Gurkenjagd mal. Zwei, dreimal auf die Kasse gehauen, dann läuft das wieder, ne? Die Zähne neu sortiert und eine kostenlose plastische OP verpasst. So. Der Radar funktioniert nicht mehr, nicht die Zielvorrichtung. Ja, was ich wieder erzähle, ne? Immer dieser Daniel. Eieiei. Hallo? Hallo? Ich hasse es, wenn sich nichts tut und dann auf einmal kommen sie alle. Dann wollen sie auf einmal wieder alle was von dir. Das kenne ich. Ist genauso am Wochenende, wenn du fortgehen willst, meinst du, hey, kannst was machen? Ach nö. Oh, Basti. Der Blonde. Oder Spasti, der Tode. Nein. Meinst du, hey, können wir was machen? Und die alle gehen, nein. Wir haben keine Zeit. Ah, die Gurkenjagd hat sich auch mal gerecht. Wir haben keine Zeit und so, ne? Denkst du auch? Ja, klasse. Oder andere. Ach, 2,5 musst du nur erreichen. Das ist aber schön. Und die meinen halt so, nein, geht nicht, keine Zeit und so. Und dann irgendwann hast du mal keine Zeit. Und dann kommen alle auf einmal und meinen, ey, wie sieht's aus, Mann? Dahin, 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 weißt? Ja, genauso in der Art ist das. Falls ihr den Zusammenhang gerade nicht verstanden habt, ich habe ihn selbst auch nicht verstanden, merke ich gerade. So, gut. Das war also diesmal Destiny für diesen Mittwoch. Das nächste Mal wird wieder in Famous die Reihe fortgesetzt dann. Ich hoffe, das hier hat euch ein wenig unterhalten, vor allem meine schöne dumme Aussprache währenddessen, die irgendwie, glaube ich, vorne und hinten überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Wenn ihr sowas öfters mal sehen wollt, schreibt es doch in die Kommentare, zeigt es mit einem Daumen hoch und ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein!